In welcher Fahrstufe verbringen E-Bike-Fahrer die meiste Zeit? Fahrstufe 1, sagt Male überraschenderweise. Und was es damit auf sich hat und was es mit diesem Rad auf sich hat, das neu ist und das einen neuen Male X30 Motor an Bord hat, den wir schon testen konnten, das erfahrt ihr in diesem Video. Es lohnt sich also, bleibt dran. Wir sind hier in Palencia am Ort des Male Entwicklungszentrums, wo die neuen Male X30 Motoren entstanden sind, aber auch schon die Vorgängergenerationen. Und wir konnten auch schon ein paar Runden mit den Bikes drehen, für die dieser Motor gemacht ist. Zum Einstieg mal schnell die Fakten zum neuen Male X30 Motor. Es ist ein neuer Motor der Firma, die für ihre Light-Motoren bekannt sind, die sozusagen das Thema Leichtigkeit am E-Rennrad und am E-Bike überhaupt ins Spiel gebracht hat. Und angefangen hat alles mit dem X35. Dann kennt ihr vielleicht den X20, das ist der Performance-Motor, der speziell für Rennräder gemacht ist. Und der brachte 55 Newtonmeter mit und eine breite Unterstützung über ein breites Band. Und das ist jetzt sozusagen die X20-Plattform überführt in den neuen X30-Motor, der eine andere Unterstützungscharakteristik hat, die auch mehr für Urbanbikes geeignet sein soll. Ein bisschen stärker unterstützt im mittleren Geschwindigkeitsbereich. Und ob das klappt, haben wir noch ausprobiert. Aber der Motor hat auch noch andere Vorzüge. Er ist perfekt in das Male-System integriert. Das heißt, ihr könnt dann mit dem Male X30-Motor die gleichen Sachen nutzen, die ihr auch mit dem Male X20-Motor nutzen könnt. Und das ist unter anderem ein Display, das ihr nutzen könnt, um Fahrdaten anzuzeigen, aber auch um die Unterstützungsstufen zu wechseln. Das sind zusätzliche Bedieneinheiten, die hier an den Bremsschalthebeln sind, die aber woanders angelegt sein können. Das ist natürlich das Akkusystem, das zum Male-System gehört. Das sind zwei verschiedene Akkus, einer mit 236 Wattstunden und einer mit 350 Wattstunden. Hier sind die im Unterrohr untergebracht und die sind auch generell immer im Unterrohr untergebracht. Und das ist diese Bedieneinheit, die ja super dezent im Oberrohr untergebracht ist und wo ihr die Fahrstufen ebenfalls durchschalten könnt, die aber auch verschiedene Sensoren beinhaltet. Und unter anderem zum Beispiel auch einen Neigungssensor. Und warum es das braucht, darum geht es jetzt. Denn neben diesen drei Fahrstufen mit verschiedenen Unterstützungsniveaus, die das Male-System bietet, gibt es auch den Modus Smart Assist. Und dieser Smart Assist Modus, der entscheidet eigentlich selber, welche Fahrunterstützung ihr gerade benötigt. Erkennt also in Echtzeit, ob ihr gerade im Flachen fahrt oder ob ihr gerade einen steilen Berg hochfahrt. Ihr gebt vorher euer Gewicht ein und dann berechnet der Modus ganz von alleine, welche Unterstützung für euch jetzt am besten ist und wie gleichzeitig der Motor am effizientesten unterwegs ist. Voraussetzung ist, dass ihr vorher das Bike mit der Male-App gepairt habt und euer Gewicht eingegeben habt, damit das System alle Daten vorhanden hat. Ja, und dann werden die in Echtzeit berechnet. Noch ein paar technische Daten zu dem Motor. Der hat 45 Newtonmeter. Der Male X35 Motor hatte 40 Newtonmeter und der Male X20 Motor für die richtigen High-End-Performance-Rennräder, der hat 55 Newtonmeter. Jetzt seht ihr dieses Rad vor mir stehen und denkt, ja, das ist doch ein High-End-Performance-Rennrad. Ja, ist es auch. Bianchi Oltre Aero-Rennrad, Aero-Cockpit, Aero-Carbon-Laufräder. Aber das überlässt Male natürlich den Herstellern, wie sie ihre Bikes konfigurieren wollen. Und das ist überhaupt eine Sache, die das Male-System auszeichnet. Viele Hersteller nutzen das und jeder Hersteller kann seine eigene Motorkonfiguration wählen. Also letztendlich bleibt es den Herstellern überlassen, welche Motorcharakteristik sie euch mit auf den Weg geben wollen. Und da kann jeder Hersteller seinem Rad seine eigene Charakteristik geben. Eine Sache, die Male dem neuen X30 mitgegeben hat, ist auch besondere Robustheit. Und was es damit auf sich hat, darüber habe ich mit Manuel von Male gesprochen, übrigens aus Deutschland. Und was er dazu zu sagen hat, hören wir jetzt mal. Ich bin aus Deutschland, geboren und aufgewachsen bei München. Genau, bin hier in Spanien jetzt seit 2 Jahren und leite eine ganze Testingabteilung. Und ein Schlüsselpunkt des neuen Motors ist ja die Robustheit. Und kannst du dazu was sagen? Was ist an dem Motor robuster? Erstens und zweitens, wie ist das getestet? Wir haben hier 9 Jahre Entwicklung quasi und 9 Jahre Tests. Alles in einen Motor reingepackt. Dementsprechend von Lagerungen, E-Maschine ist hier natürlich alles robust ausgelegt, damit wir hier ein langlebiges Produkt haben. Und euer Versprechen, was ich so mitgenommen habe aus den Präsentationen, ist, dass der Motor einen ein ganzes Leben lang begleiten kann. Also man kann sein E-Bike wie ein normales Fahrrad sein ganzes Leben lang benutzen. Ist das servicefrei, habe ich schon mal gehört. Servicefrei, ich glaube, das ist ein gutes Stichwort hier, definitiv. Also wir sind der Meinung und auch getestet, dass wir hier Endurance wirklich langlebig fahren können. Und ja.
robust ist, wie gesagt, das Keyword hier. Jetzt aber noch mal ganz kurz zu dem Motor. Also der Riesenvorteil bei Hinterradmotoren ist natürlich generell, dass die den gleichen Q-Faktor haben wie beim Rennrad. Das ist für Rennradfahrer interessant. Der andere Vorteil, den Mahle kommuniziert, ist, dass der Motor 15% effizienter ist als ein Mittelmotor mit vergleichbarer Leistung. Mahle hat ja auch Erfahrung mit Mittelmotoren. Ist ja ein offenes Geheimnis, dass sie unter anderem an der Produktion und Entwicklung der Specialized SL1 und SL2 Mittelmotoren beteiligt sind. 15% besser soll der Hinterradmotor sein. Das bedeutet für euch am Ende mehr Reichweite im Versprechen. Ob das klappt, konnten wir leider noch nicht ausprobieren. Stichwort Reichweite, was verspricht Mahle für dieses System? Also wenn man einen Range Extender einsetzt, den gibt es für das System, den kann man hier in den Trinkflaschenhalter einbauen. Sieht aus wie eine runde Trinkflasche ohne Deckel. Wenn man den einsetzt, bekommt man insgesamt 180 Kilometer Reichweite mit dem X30-System. Zum Vergleich mit dem X20-System verspricht Mahle sogar 200 Kilometer. Und dieser Range Extender ist wirklich sehr solide, schön verpackt. Und der gibt noch mal 171 Wattstunden dazu. Was ist ansonsten noch vielleicht anders als beim X20-System? Der X30-Motor ist relativ fest im Hinterbau eingebaut. Da ist so eine Nuss und das ist nicht einfach eine Steckachse wie beim X20-System. Das ist also etwas aufwendiger, den aufzubauen. Aber der Hintergrund hier ist auch, dass das System eben robuster sein sollte, um eben auch mit Urbanbikes fahrbar zu sein. Und wir sind sowohl ein Urbanbike schon gefahren, als auch dieses Bianchi-Rennrad. Zum Urbanbike kann ich schon sagen, das funktioniert hervorragend. Das hat einen etwas anderen Sensor. Hier funktioniert das mit Drehmomentabnahme und Kadenzabnahme, also eine sehr sportliche Art der Datenaufnahme, damit man auch das Gefühl hat, man wird direkt und unmittelbar unterstützt. Und beim Urbanbike funktioniert das über einen sogenannten PAS-Sensor. Der merkt einfach nur, ob ihr tretet und ob die Trittgeschwindigkeit ungefähr übereinstimmt mit der Drehung des Hinterrads und entscheidet so, ob ihr eine Unterstützung bekommt oder nicht. Das ist ein etwas weniger sophisticated Ansatz, aber laut Mahle das, was sich die meisten Kunden im Urban-Bereich eben wünschen. Und damit schicke ich jetzt auch mal meinen Urbanbike-Fahreindruck voraus. Wir sind hier in der Stadt rumgekurvt und haben auch einige Steigungen genommen. Und tatsächlich kann man sich mit dem Motor auch eine 10%ige Steigung mit so einem typischen Stevens Urban Bike hatten wir hier leicht hochschieben lassen. Und man merkt wirklich einen Unterschied zu dem Mahle X20 System, gerade so im mittleren Geschwindigkeitsbereich zwischen 8 und 20 km/h. Da habt ihr ein bisschen mehr Mittelmotorgefühl mit dem neuen X30 Motor. Und damit direkt zu meinem Fahreindruck vom Bianchi. So, wie versprochen, hier der erste Fahreindruck. Wir sind unterwegs in den Bergen mit einem Bianchi e-Oltre, ein Aero-Rennrad mit Mahle X30 Motor. Das Rad wird wahrscheinlich zugleich mit dem Motor rauskommen. Und ja, es geht gerade in einen Berg rein. So, ich bin jetzt gerade den ersten Berg Vollgas hochgefahren und ich bin noch ein bisschen außer Atem. Also es ist auch wirklich so, dass man auch mit einem E-Bike außer Atem kommen kann. Und ich habe die Fahrt aufgezeichnet mit Strava und ihr könnt euch die Wattwerte nachher anschauen, weil ich habe auch Garmin Rallye-Pedalen dran und dann könnt ihr sehen, wie auch der Kraftaufwand ist, wenn man mit einem E-Bike wie diesem fährt. Da kommen doch einige Watts noch zusammen. Ja, und wie fühlt sich das so hier am Berg an? Also das Fahrgefühl ist wirklich natürlich, sowohl im Wiegetritt merkt man jetzt keine Leistungsspitzen oder irgendwie ungewöhnliche Beschleunigung, als auch wenn man so im Sitzen mit richtig Kraft den Berg hoch pedaliert. Dabei unterstützt der Motor ziemlich stark, gerade so in der Mitte. Also man fährt, sagen wir mal, mit 10 km/h los und dann merkt man so ab 10 km/h so einen richtigen, nochmal einen deutlichen Schub, fühlt sich deutlich mehr wie ein Mittelmotor an als der Motor bisher, der X20 Motor. Das ist ein Unterschied zwischen dem X20 und dem X30. Ich finde, es passt trotzdem ganz gut zu einem Rennrad und am Berg ist es natürlich eine willkommene Unterstützung. Man merkt schon, dass man so, wenn die Drehzahlen so unter 60 fallen und die Geschwindigkeit langsam wird, dann hat der Motor es ein bisschen schwerer. Da muss man selber ein bisschen mehr leisten, aber solange das Tempo relativ hoch ist und die Drehzahlen, die eigene Kadenz hoch ist, läuft das richtig gut, wie beim Rennradfahren eben. Ich habe den Motor vor der Fahrt in den Smart Assist Modus gebracht. Smart Assist, das bedeutet, der Motor sucht sich sozusagen selbst seine Unterstützungsstufe aus. Und er hat einen Sensor, mit dem er die Neigung der Strecke erkennt und passt sich automatisch an. Das heißt, er unterstützt auch im Flachen weniger als am Berg. Wir sind gerade eben in einen Berg reingefahren und dann merkt man wirklich, wie der Motor automatisch kräftiger anschiebt. Hier in dem System echte Kadenz und echtes Drehmoment gemessen. Und das fühlt sich
ziemlich natürlich an. Die Unterstützung ist nicht so schnell wieder da, wie bei einem Mittelmotor, würde ich sagen. Aber dafür fühlt es sich trotzdem sehr gleichmäßig an. So wie so ein bisschen ständig eingebauter Rückenwind. Wir sind jetzt eine Talstraße raufgefahren mit einer leichten Steigung, aber auch mal einem Gefälle. Und da hat man auch mal die Möglichkeit zu sehen, wie sich das Aggregat verhält, wenn man mal über die Unterstützungsgrenze hinausfährt oder in der Gruppe. Und das fühlt sich eigentlich an wie normales Rennradfahren. Also ich merke keinen wesentlichen Unterschied zum normalen Rennradfahren, auch wenn man über die 25 km/h Grenze hinausfährt. Der einzige Unterschied ist, dass man natürlich das Gewicht des Rads dann doch merkt. Also ich schätze mal, das Rad wiegt hier so ungefähr 12 Kilo. Aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht, dass man das Gewicht des Rads dann doch merkt, wenn man jetzt an so einer leichten Steigung oberhalb von 25 km/h fährt. So, ich bin auf einem Gipfel angekommen, 1413 Meter Höhe, Alto La Varga, hinter mir das Testrad. Ja, hat Spaß gemacht. Also wenn man eine Zeit lang gefahren ist, fühlt sich das an wie normales Rennradfahren, nur schneller. Und mein nächster Testeindruck geht so ein bisschen um die verschiedenen Unterstützungsstufen. Also ich habe ein bisschen rumprobiert, Smart Assist kann man einstellen, dann kann man die Effizienz einstellen. Zwischen 20% und 60% habe ich ausprobiert. 20% ist weniger, 60% natürlich richtig viel Effizienz. Und zum Rennradfahren, wenn man sportlich fahren will, kann man das machen, indem man einfach die Effizienz auf 20% stellt und dann fühlt es sich an wie so ein leichter Rückenwind. Oder man kann die auf 60% stellen und tatsächlich hat mir das mehr Spaß gemacht, bin ich ganz ehrlich, und man kann sich durchaus auch ein bisschen fordern mit 20%. Die Unterstützungsstufen könnt ihr übrigens so durchschalten mit so einem kleinen Knopf, der sich am Cockpit befindet, direkt unterhalb der Schalthebel. Das ist ein bisschen von den Herstellern abhängig, wo die den montieren. Ich finde, hier am Bianchi ist das nicht so richtig cool gelöst. Ist ein bisschen zu weit unten, sodass man den eigentlich aus dem Unterlenker bedienen muss, wo man eigentlich selten die Unterstützungsstufe wechselt. Also ich hätte den ein bisschen höher angebracht. Aber ihr könnt die auch am Display wechseln, was es bei manchen Male-Systemen dazu gibt. Und natürlich an diesem Knopf, der im Oberrohr integriert ist. Da könnt ihr die dann allerdings nur durchschalten. Also immer von 1 auf 2 auf 3 und dann wieder auf 0 und dann wieder von 1 auf 2 auf 3. Also entweder das Display oder die Zusatzschalter im Cockpit. Darauf solltet ihr achten, wenn ihr euch so ein Male X20 oder X30 System kauft. So, wir sind am Ende unserer kleinen Testfahrt und die war ungefähr 31 Kilometer lang mit 650 Höhenmetern. Und ich will noch einen Blick auf die Reichweite werfen. Die ganze Zeit war ich im Smart Assist Modus unterwegs. Und dabei hatte ich die Stufe auf 60%, die Effizienz auf 60% erhöht. Im zweiten Teil der Fahrt, also ungefähr 15 Kilometer, auf 60% und vorher auf 50% Effizienz gefahren. Und dann hatte der Akku noch 45% Restkapazität. Das kann man in der App übrigens sehr gut sehen. 45% Restkapazität, das heißt, es sollte ungefähr eine Reichweite von 60 Kilometern, 62 Kilometern drin sein mit dieser wirklich starken Unterstützung im Smart Assist Modus. Und das ist natürlich für die meisten Rides ganz okay. Wenn man noch mehr braucht und im Gebirge wie hier unterwegs ist, dann sollte man den Range Extender mitnehmen, der nochmal 171 Wattstunden dazu gibt. Und wenn man dann eben auch im Smart Assist Modus unterwegs ist, was ja bei den meisten Leuten gar nicht der Fall ist, wie wir erfahren haben, dann sind es vielleicht nochmal 1,5 Stunden Fahrzeit, sprich nochmal ungefähr 30 bis 40 Kilometer. Unterm Strich würde ich sagen, so rund 70 bis 80 Kilometer mit viel Unterstützung in so einem profilierten Gelände wie hier, also dann am Ende vielleicht so 1000 Höhenmetern, sollten mit einem Male X30 Rennrad drin sein. Das war's mit den Fahreindrücken. Ich bringe das Rad zurück in den Transporter und jetzt geht's noch zum Male R&D Center hier in Palencia. So, wir sind jetzt im Male Entwicklungszentrum und hinter mir stehen schon zwei Bikes mit Male Motoren, ein Specialized und ein Male Bike mit Hinterradmotor und wir gehen jetzt einfach mal rein. So, hinter mir schon der erste Raum und insgesamt arbeiten hier übrigens in diesem Entwicklungszentrum 150 Leute und 38 davon im Testzentrum alleine und hinter mir ist sozusagen eine Lötstation und verschiedene andere Geräte, mit denen man Platinen löten kann, um sozusagen eigene Prototypen zu bauen und zu testen dann auch direkt. Diese Tür bleibt immer verschlossen, was dahinter passiert ist geheim, dort passiert eigentlich das Testen und Male testet jedes Produkt, bevor es natürlich in Serie geht.
auf die Geräuschentwicklung, auf die Maßhaltigkeit. Da steht eine Maschine drin, die kostet, wenn man sie neu kauft, allein 600.000 Euro und die jährliche Wartung und Kalibrierung kostet 12.000 Euro. Also wird erheblicher Aufwand betrieben und das Geräusch in einem Motor entsteht übrigens unter anderem auch an den Zahnrädern und die Zahnräder, wenn da nicht alles auf Maß ist, auf den Mikrometer genau, dann entsteht Geräusch und diese Geräuschentwicklung zu vermeiden, dafür wird vorher getestet. Und jetzt knie ich hier vor der Mahle Testflotte, ist nur ein Teil der ganzen Testflotte. Die Bikes sind teilweise von Herstellern, wo die Hersteller wissen wollen, wie diese Bikes performen und lassen die von Mahle testen. Teilweise testet Mahle natürlich auch selbst. Jedes dieser Räder muss mindestens 10.000 Kilometer hinter sich legen, damit man überhaupt Testresultate nutzen kann. Hat man mir gesagt, die Räder haben CAN-Bus-Schnittstellen, um die Daten auszulesen. Also das Testen erfolgt auch in der Praxis. So, und ich bin jetzt im Herzen des Testzentrums. Hinter mir läuft gerade so ein Langzeittest mit einem X20-Motor. Und alle Motoren werden hier auf so spezielle Teststände gespannt und machen sozusagen Lebenszyklus-Tests über 20.000 Kilometer und mehr. Da geht es eben wirklich darum, Lebensdauer zu simulieren und zu testen, ob die Komponenten wirklich ein Leben lang halten. Übrigens, 50.000 Kilometer haben schon einige hundert Male E-Bikes erreicht. Das wissen die Ingenieure und die Tester über die Datenbank, die sie eben haben, durch die App-Verknüpfung. So, hinter mir jetzt ein Prüfstand, da geht es um Staubdichtigkeit. Da wird einfach Staub mit einem sehr hohen Druck auf die Teile gegeben. Und weiter hinten im Bild, könnt ihr nicht so richtig sehen, ist noch ein Prüfstand, da geht es um Hitze. Da werden die sich drehenden Komponenten einer großen Hitze ausgesetzt und da geht es eben um die Hitzebeständigkeit. Und noch weiter hinten ist ein Prüfstand, da werden die Motoren einem Salznebel ausgesetzt. Und dieser Salznebel, in diesem müssen sie sich auch bewähren. Und da wird eben die Korrosionsbeständigkeit und auch die Wasserdichtigkeit geprüft. So, und jetzt bin ich in dem Raum, der sozusagen das Herz der Firma ist, neben dem Testraum. Und es ist der sogenannte FIP-Raum. Und hinter mir seht ihr ein Display. Und da sind die Daten von 8 Jahren Nutzung von Mahle X-Systemen drauf. Und 33 Millionen Kilometer Daten wurden schon erhoben. Und ich habe es ja am Anfang gesagt, die meistgenutzte Stufe ist Stufe 1. Und das kann man auf dem Board sehen, dass 33% der Nutzer nutzen vor allen Dingen Stufe 1 und noch mehr Nutzer fahren sogar ganz ohne Unterstützung und die Stufe 2 und 3 spielen dagegen eine untergeordnete Rolle und mit solchen Informationen, agglomerierte Informationen, also keine Informationen auf individueller Ebene, kann Mahle eben die Systeme verbessern. Ja, und übrigens haben wir uns unseren Ride auch noch angeguckt und die eigenen Rides können User natürlich auch sehen und was Mahle sehen kann, ist sowieso nur das, was die Nutzer ihrer Bikes freiwillig teilen. Und man kann seine Aktivitäten wie bei Strava auch mit anderen Nutzern teilen. Aber nur, wenn man will, per Default, also in der Normaleinstellung, ist alles auf Nicht-Teilen eingestellt. Und sowieso wird es auch nur geteilt, wenn man das Bike mit der App koppelt und das auch auf Teilen stellt. Ja, das war mein Testeindruck vom Mahle X30-System und mein Hausbesuch, mein kleiner Hausbesuch bei Mahle in Palencia. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch gerne einen Daumen da oder abonniert sogar unseren Kanal und dann werdet ihr benachrichtigt, wenn demnächst neue Tests auf Rennrad News erscheinen oder wir wieder ein interessantes Unternehmen besucht haben.